Ein Namensstreit, der sich zu einem bilateralen Mammutsakt formiert hatte, ist beigelegt. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras und sein nordmazedonischer Kollege Zoran Zaev sind mit dem Ewald von Kleist-Preis ausgezeichnet worden, weil sie es geschafft haben, die Mazedonien-Frage zu lösen. The most important award for us. Der wichtigste Award ist für uns, dass wir ein Fundament zwischen Freundschaft und Zusammenarbeit geschaffen haben. What we are doing today. Wir haben heute die Basis für das gelegt, was unsere zukünftigen Generationen, die heutige Jugend, morgen weiterführen wird. Der Konflikt über einen Namen ist nicht nur ein Kampf der Worte. Bei dem Konflikt zwischen Skopje und Athen ging es um weit mehr als einen Namen. Es geht um die Identität zweier Länder. In schweren Zeiten habe ich versucht, Zoran zu ermutigen. Und als es bei mir im Land schwierig wurde, hat Zoran mich ermutigt, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Mir fallen drei Schlüsselbegriffe ein, um den Erfolg unserer Freundschaft zu beschreiben. Hoffnung, Dialog und Zusammenarbeit. Nach monatelangen Verhandlungen hatten sich Tsipras und Zaev darauf verständigt, dass das südliche Balkanland künftig Republik Nordmazedonien heißen wird. In München wird dieser Schritt als großer Akt der Diplomatie gewürdigt. Was hat den Unterschied nach 27 Jahren gemacht? Die Antwort ist, Sie sind der Unterschied, Premierminister Tsipras und Premierminister Zaev. Wir bewundern Ihren Mut. Sie haben nicht zugelassen, dass ein Konflikt aus der Vergangenheit Ihre Zukunft verdunkelt. Wir feiern heute Abend, dass zwei Premierminister zusammen mit ihren Regierungen dem Rest der Welt gezeigt haben, dass Diplomatie funktioniert. Es ist die Zeit von Partnerschaft. Und nicht nur von Gefolgschaft. Es ist die Zeit von Zuhören und nicht von Recht haben. Und es ist die Aufgabe, aufeinander zuzugehen und vielleicht auch manchmal zu akzeptieren, dass man nicht 100% sich durchsetzt, wenn es aber im Interesse einer dauerhaften Sache ist. Mit dem Ewald von Kleist-Preis werden Persönlichkeiten geehrt, die sich für Frieden und Konfliktbewältigung einsetzen. Doch an diesem Abend in der Residenz sollte auch Platz sein für schäkernde Seitenhiebe. Es wäre in der Vergangenheit kaum vorstellbar gewesen, dass ein schwarzer bayerischer Ministerpräsident einem griechischen, nicht ganz so bürgerlichen, heute hier den Preis verleiht. Das ist schon, sieht man, wie sich die Welt verändert. In den finanziell aufwühlenden Zeiten des Jahres 2015 hätte ich niemals geglaubt, dass ich 4 Jahre später in der Residenz stehen und vom bayerischen Ministerpräsidenten einen Preis erhalten würde. Barbarian Palace to receive an award from the Barbarian Prime Minister. Aber so spielt das Leben, sagt niemals nie. We have never to say never. Miteinander statt übereinander sprechen, diskutieren statt ignorieren. Das soll das Wesen der Münchner Sicherheitskonferenz mit all ihren bilateralen Gesprächen, Hintergrundrunden und Podiumsdiskussionen sein. Alle Krisen, die es zu lösen gilt, sind menschengemacht. Und es ist Ihre Aufgabe als Staatsoberhäupter und Entscheidungsträger, diese Probleme zu lösen. Das kann niemand anderes machen, außer Ihnen. But you, the leaders, the decision makers. Dass Bayern und München an so einem Wochenende das Zentrum der Politik ist, der Weltpolitik, mal nicht in Deutschland Berlin, damit können wir gut leben. Vermutlich erst, wenn man all das hinter sich gelassen hat und zum Elder Statesman geworden ist, findet man die Zeit, sich auch weniger euphorische Gedanken über die Münchner Sicherheitskonferenz zu machen. Die Eigenverantwortung Europas für die eigene Sicherheit muss mehr werden, das ist ja der durchgehende Ton. Allerdings habe ich ein bisschen zu wenig in der Sicherheitskonferenz gehört, auch bei den Diskussionen mit den Außen- und Verteidigungsministern, wie sie es eigentlich machen wollen, konkret, und wie sie auch die Finanzierung sichern wollen. Der Ewald von Kleist-Preis hat die Vision von Frieden für zwei Länder bestätigt.
Und irgendwie ist das auch eine Bestätigung für den Prozess der europäischen Integration.